Das ist der. Ja, das ist die Stelle. Mhm. Genau, hier ist es. Und so, wir haben gearbeitet. Die wussten ganz genau, ja, ja, ganz da ist genau. Ein Kindergarten. Die wussten genau, wann ist der Kindergarten ja, ja, zu Ende. Und dann ja, muss ich vorstellen, also das sind ungefähr eine Reichweite, das sind ja 50, 60, 70 Meter, im, also sagen wir mal 100 Meter im Umkreis. Und dann ist das wie eine. Dann kommen diese Nägel, die sind ja dann wie Geschosse. Ne? Ja, ja, wie Geschosse. Die können schwerst verletzen. Ja, ja, ja. Sie waren schon auf Tötung. Dann machen wir jetzt hier, dann lege ich hier. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Ort, das muss man ja erklären, das, was sie mir gesagt haben, das müssen die Menschen ja erinnern. Und dass ihr dann wirklich schnell den Antrag durchsetzt, dass es hier auch den Erinnerungsort gibt, wo genau das geschildert wird, mit welcher teuflischen Bosheit hier versucht wurde, Menschen zu verletzen, Kinder zu verletzen. Es gab auch eine Ignoranz gegenüber Augenzeugen. Wenn der Friseur sagt, sein Job ist es, sein Beruf ist es, Haare, Haarfarben, Gesichtszüge zu kennen, das leuchtet mir unmittelbar ein. Und wenn er unmittelbar an der Stelle, wo die Bombe explodiert ist, gesehen hat, die mundlos, also einen dieses rechtsterroristischen Netzwerks und sagt, es waren Blonde, warum dann die Kölner Polizei oder die Untersuchenden immer wieder gesagt haben, ja waren die nicht doch dunkelhäutig? Ich glaube, das ist das Schlimmste und das Demütigendste und das Verletzendste gewesen, dass nach diesem Anschlag eigentlich die Opfer zu Tätern gemacht worden sind. Wir wollen zeigen, ein Dankeschön, dass beispielsweise der Friseurladen wieder eröffnet worden ist, dass die Menschen hier sind, dass sie sagen, das ist unsere Heimat. Heimat ist, wo du gebraucht wirst, wo du dazugehörst. Und Heimat ist bunt, Heimat ist vielfältig, Heimat kennt viele Religionen, viele kulturelle Herkunft, viele ethnische Gruppierungen. Und diese Straße, und Sie werden sehen, das ist für mich Heimat Nordrhein-Westfalen, Heimat Köln. Und wenn ich hier bin, dann, weil in der nächsten Woche im Bundestag der Abschlussbericht, der Untersuchungsbericht diskutiert wird, wo wir fordern Schlussfolgerungen für die Sicherheitsarchitektur in diesem Land. Aber weil ich bin auch hier, weil schon wieder pro NRW unterwegs ist mit einer widerwärtigen, abstoßenden Tour, wo sie versuchen, Menschen Angst zu machen und Menschen auszugrenzen. Ich sage Ihnen, pro NRW, die ganzen rechtsextremen, Rechtsaußengruppen, die sind nicht angekommen in der Realität unserer Gesellschaft. Und diese Realität, die multikulturell ist und die wir demokratisch gestalten wollen, die lassen wir uns nicht kaputt machen. Und ich bin hier, um mich auch zu entschuldigen, dass so etwas möglich war. Es ist passiert in einer Zeit, wo die Grünen mit an der Regierung waren, dass es dort nicht eine andere Aufklärung gegeben hat. Dafür möchte ich mich entschuldigen und versprechen, nie wieder.